Sammelt eure Sachen und macht euch für die Landung der Arche Habitas auf dem Mars bereit. Aufbruch in 2 Stunden. War die Aktion wirklich nötig? Was wolltest du durch das Umlenken des Schiffs erreichen? Rosa, ich will dich nicht zur Mitarbeit zwingen, aber... Sag das deinen Leuten, die mich eskortieren. Es tut mir wirklich leid, aber wir brauchen dich. Outward braucht dich. Deine medizinischen Kenntnisse sind unabdingbar. Das Leben aller hängt davon ab. Ich gebe mein Bestes. Danke. Ich mache das nicht für dich, William. Rosa und die anderen. Ela, wenn sie es an die Oberfläche geschafft haben, sind sie vielleicht bei Dad. Ella, ich trage das hier selbst in mein Astro-Tool ein. Also streich das aus deinen Backups, okay? Das ist dasselbe nochmal. Ja, ist dasselbe nochmal. Rosa und die anderen. Ela, wenn sie es an die Oberfläche geschafft haben, sind sie vielleicht bei Dad. Ella, ich trage das hier selbst in mein Astro-Tool ein. Also streich das aus deinen Backups, okay? Den anderen sagen wir später Bescheid. Erst suchen wir Dad. Okay, aber warum schwebt die Vita immer noch hier rum? Sollte ich aufschreiben. Diese Technologie ist viel weiter fortgeschritten als unsere. Die Leute in Outward waren wirklich das Beste, was die Erde zu bieten hatte. Ja. Leute, der Solarenergietransformer der Arche. Diese Paneele haben 90%ige Effizienz. Was? Die besten, die wir in den letzten 20 Jahren gebaut haben, kommen nicht mal auf 40. Nein, Miri, jetzt nicht. Kannst du Daten zum Netzwerk finden? Die können wir als Beweis mitnehmen. Bin dran. Wenn das stimmt, hat Ryan den fortschrittlichsten Energiewandler der Menschheitsgeschichte gefunden. Warum funktioniert er dann nicht? Da ist es ja. Er funktioniert. Aber sie haben ihn ausgeschaltet. Komisch. Was kriege ich hier zu Gesicht? Lampe ist schon an. Oder? Ja. Ausgabe 1, gestrandet. Sollte ich aufschreiben? Entschuldigung. Ich bin gerade irgendwie versunken. In meine Umherfliegerei. Komm ich dann aus? Alter, das sind Solarplatten. Die zu warten und zu reinigen ist mit Sicherheit lustig. Die Tür zur Brücke ist verschlossen. Ein Streampunkt sollte sie öffnen. Verstanden. Gebt uns Updates.
Wenn ich den hier jetzt abnehme. Da ist sowas schon klar. Das heißt, hier müsste irgendwo noch einer sein. Jetzt mal was. Das klingt zwar blöd, aber vielleicht klappt es ja, wenn ich den hier. Es sollte sich auch durch Glas verbinden lassen. Genau, wollte ich gerade sagen. Jetzt. Ja, nee, ist klar. Machen wir es halt so. Ist ja fast so, wie ich es mir ausgemalt habe, nur andersrum halt. Gute Arbeit, Candy. Ja, jetzt weiter zur Brücke. Ich glaube, hier komme ich zur Brücke. Okay, da kann ich nicht durch. Wow. Naja, ich bin auf der Brücke und hier liegen überall Trümmer herum. Klingt fast glücklich. Um ehrlich zu sein, ist das Chaos ziemlich schön. Jetzt tu nicht so cool. Kannst du die Ursache erkennen? Ich sehe mich mal um. Hier sind die Notfalltüren aktiviert worden. Dann wurde dahinter die Hülle beeinträchtigt. Also ist das Schiff verlassen, weil die Besatzung ins All gesaugt wurde? Klingt plausibel. Vielleicht war es doch ein Unfall. Hinter diesen geschlossenen Türen liegt die Antwort. Die wir nicht erreichen können. Nein, wohl nicht. Status des Brückenhauptterminals? Wo ist denn das Hauptterminal? Du blinkst so schön. Ich will dich drücken. Oh,
sollte... Ah, ich bin schon wieder richtig gedreht. Okay. Ich muss die MPT-Wandler reparieren, bevor das Schiff wieder Energie hat. Zeig doch die Analyse. Die MPT-Schüssel bekommt keine Energie von den Batterien. Das Betriebssystem des Schiffs ist wirklich gut geschützt. Aber ich glaube, so öffne ich eine Tür hinter dir. Und zwar... jetzt. Kathy, die Energiezufuhr der Archer hat Priorität. Bin dabei. Okay. Wir können die Verbindung zur MPT manuell wiederherstellen, aber ganz einfach wird das nicht. Ein Knopfdruck reicht wohl nie, was? Das Design ist fast schon bewusst sperrig, als ob man zwei Menschen hier oben zum Überwachen und einen unten zum Starten braucht. Ausfallsicherung? Kathy, du musst sie in bestimmter Reihenfolge verbinden. Ryan, welchen Sicherheitsspielraum haben wir hier? Von Sicherheit kann hier keine Rede sein. Sind wir uns da einig? Unser Ziel ist, das Labus zum Laufen zu kriegen. Wir haben keine andere Wahl. Kathy, sei bitte äußerst vorsichtig. Bin ich. Achtung an alle. Sind wir bereit oder nicht? Bereit? Also ich wäre bereit. Ich bin schon bei der Eins. Okay. Kathy, viel Glück. Ja, weiter so. Cool. Warum wird das mir angezeigt? Mann! Machst du mir auf? Anscheinend nicht. Toll. Ja, ich befürchte mal, dass das nicht funktioniert, aber wir probieren es trotzdem mal aus. Nein. Funktioniert natürlich nicht. Und ich krieg die Tür auch nicht auf. Wie soll ich das machen, bitte? Ich glaube, das stimmt nicht, Kat. Die Ergebnisse passen nicht. Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen? Gut, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Wir schauen mal, ob ich anders da reinkomme. Aber ich befürchte mal eher nicht. Nein. Thank you.
Ich frag mich, wie ich das verbinden soll. Etwas stimmt nicht. Versuchst du es nochmal? Das überprüfe ich. Das sieht gut aus. Klasse. In Ordnung. Ich glaube, das ist der falsche. Ja, die scheiß Tür will doch nicht aufgehen. Nein, da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Ich komme da nicht durch. Kann ich mit dir? Nein, mit dir kann ich auch nicht interagieren. Das heißt, wo ist nochmal? Da hinten. Okay. Das... Was? Was? Danke. Die Türe ist immer noch nicht offen. Ich habe hier gerade irgendeinen Punkt gehabt. Oder auch nicht. Ich kann hier nichts machen. Also nochmal. Sieht alles gut aus. Miti, du gehst mir langsam auf den Keks, weißt du das? Ein Chaos. Der Riss hat einiges durcheinander gebracht.
Okay. Ach du Scheiße. Aber es geht schnell aufzuräumen tatsächlich. Darf nur nicht allzu nah sein. Ansonsten kriege ich Schaden. Also. So, wo ist die 3? Hier ist die 3. Ist die 4 über diese Tür. Ich muss zu C. Verschlossen anscheinend. Warum bleibst du auch zu? Kann ich von hier aus auch 4 bedienen? Nein, kann ich nicht. Das kann ich nur über C. So, blöde Frage, wie komme ich jetzt da rein? Über C, A und B funktioniert es anscheinend nie. Da ist ja eine Tür offen. Achso, da komme ich ja her. Aber ich kann noch mal. Ne, da kann ich nicht interagieren. Ähm.
muss da irgendwie rein. Ne, mit denen kann ich auch nicht interagieren. Also ich kann jetzt mal was probieren, ne? Findet sich hier irgendwas? Nein. Ich noch mal. Ja, weiter so. Nicht ganz rein zufällig. Stotter 3. Schau auf die Bildschirme, Cat. Da siehst du die Reihenfolge. Ich prüfe das. Ich glaube, das ist der falsche. Schau auf die Bildschirme, Cat. Da siehst du die Reihenfolge. Oh. Okay. Danke. Ja, hier stimmt alles. Cool. Ich würde ja gerne. Aber ich kann nicht. Darf nicht. In Ordnung. Das stimmt nicht. Schau auf den Bildschirm, Cat. Okay. Cat, ich glaube, das stimmt nicht. Die Ergebnisse passen nicht. Probier ich nochmal. Hier sieht's gut aus. Alles klar, weiter zum nächsten. Klasse. Etwas stimmt nicht. Versuch's nochmal. Du machst das gut, Cat. Weiter. Jetzt ist vielleicht eine Tür aufgegangen. Nein. Wie zum Henker soll ich die Kacktür aufkriegen? Ja, weiter so. Weil hier ist alles zu. Hier kann ich nichts machen.
Ja, ich weiß, dass ich jetzt den Energieempfänger 4 verbinden muss. Aber wie kriege ich die Kaktür auf? L4 ist ja hier oben. Gut, das werden wir in einer anderen Folge klären. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.